und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich offline noch ein bisschen was erledigen werde. Und ja, ich habe es getan. Wir haben jetzt 78.000 Gold, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch Geld oder wie auch immer, die wir ausgeben können. Und nebenbei habe ich noch ein bisschen gearbeitet und wir haben jetzt wieder 6.300 Dreamlight. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Oh, was ich nicht gut finde, dass hier schon direkt wieder überall... Oh, ja doch, das finde ich doch sehr gut. Oder auch nicht, weil ich das jetzt nicht annehmen kann. Keine Ahnung, warum. Wir haben ja gesagt, in der letzten Folge, wenn ich es nicht vergesse und... Ach so, Moment, ich muss aber eine Sache mal kurz machen, bevor ich das nämlich jetzt vergesse, weil ich mich nämlich jetzt gerade das erste Mal eingeloggt habe. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir dann bei Vaiana auch die Fische mal kurz abholen würden. Zack. Ja. 9 Minuten, dann ist der nächste Fisch wieder drin. Okay. So, wir waren ja auf der sonnigen Ebene. Wir können ja nichts mehr sehen. So, hier sind wir. Wir waren ja auf der sonnigen Ebene und haben da ja festgestellt, dass wir hier eine, Mine haben. Und da wollten wir mal schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Also, wir werden hier ganz sicher was machen können. Hier gibt es Bereiche, da können wir rüber. Wahrscheinlich können wir das auch mal wieder nicht machen mit der Spitzhacke, die wir haben. Ich probiere es mal eben aus. Oder? Na? Doch, wir können. Okay. Ah, das sind jetzt neue Kristalle. Vitalis-Kristalle, die hier in der Mine drin sind. Okay. Da geht's nochmal weiter. Da kann ich erstmal soweit nichts machen. Hier kann ich mir den Weg aber freihauen. Das schauen wir doch mal direkt. Das ist sowieso nur Stein. Wäre nur ganz schön, wenn ich hier auch was sehen würde, ob ich die Sachen jetzt eingesammelt habe oder nicht. So. Ja, komm. Du darfst es machen. Du kannst es machen, du darfst es machen. Mach einfach weiter. So, hier ist auch noch was. Können wir das? Ja, das können wir so entfernen. Okay, perfekt. Hier ist noch eine Schatzkiste. Können wir auch so rein. Da... Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr. Da haben wir mit etwas Glück... Oh, Gold findet man hier auch. Okay, sehr schön. Ich wollte eigentlich sagen, mit etwas Glück haben wir nochmal einen Vitalis. Jetzt habe ich gar nicht darauf achten können, weil diese Perspektive, die ist schlimm, dass die immer wieder so richtig egomäßig reingezogen wird. Das nehmen wir mit. Was ist das denn? Ist das noch ein neuer Kristall? Können wir den abbauen? Ja. Mal schauen. Oder gibt es den in verschiedenen Farben? Das kann natürlich... Nee. Rubine. Okay, das ist mein erster Rubin, den ich jetzt hier abgebaut habe. Sehr, sehr geil. Oh, da hinten war auch noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist immer da jetzt so dran vorbeigelaufen? Echt jetzt? Na gut, das können wir auch direkt alles einsammeln. Wir brauchen ja die... wie heißen sie? Sternkristalle? Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Da kommen wir nicht drüber. Das ist kaputt. Oh, hier ist direkt... eine Kiste. Bitte nicht dahin, wo ich nicht rankomme. Okay, sehr schön. Und hier, wenn sie denn laufen würde, kämen wir auch weiter. Okay. Da bekommen wir Geld. Das ist schon mal gut. Ah, hier kommen wir... Doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter, aber das war natürlich Blödsinn. So, den räumen wir erstmal weg. Ich räume jetzt hier gerade noch nicht alles weg, damit ich erstmal eben durchgehen kann und gucken kann. Oh, ich bin gerade so aufgeregt, ehrlich gesagt. Oh, hier ist noch was. 202, das ist immer gut mit dem Gold. Ach, das war die... Ach so. Das war die Kiste auf der anderen Seite. Okay. Dann sind... das war jetzt doof. Dann sind wir da doch noch hingekommen. So, da würde ich jetzt gerne noch mal kurz gucken. Was ist das? Sojasamen. Ja gut, die kennen wir, glaube ich, von draußen schon. Oh, da ist auch noch mal
Sehr geil. Mit Gold wieder. Richtig, richtig geil. Und wir haben noch Sachen dazugelernt. Das ist cool. Okay, hier ist irgendwas. Ich höre hier irgendwas. Das heißt, dass hier wahrscheinlich auch ein Bereich sein wird, wo wir, ja, wie soll ich das sagen, so ein Kristall quasi einfügen müssen. Och, ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann essen wir was. Es nervt ganz schön, aber naja. Ist nun mal das System vom Spiel. Das heißt ja auch nicht, dass dadurch das... Na, gehst du jetzt weiter? Dass dadurch das Spiel jetzt irgendwie blöder wird oder so. So. Sammeln wir noch einen. Wo kommen wir denn hier hin? Ich habe ehrlich gesagt jetzt vollkommen den Überblick verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind oder wie wir wieder rauskommen oder sonst was. Aber ja, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Ich meine, viel schlimmer kann es nicht werden. Außer, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr weiterkommen. Die Frage ist, können wir jetzt hier irgendwas machen? Nee. Hätte ja sein können, dass man das jetzt eventuell mit diesen Sterndingern, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen, weitermachen könnte. Also weiter freilegen könnte. Da unten geht es noch weiter. Ich schaue mal kurz hier oben. Was ist das denn? Wenn das Wasser blockiert ist, bitte lesen. Diese Nachtdornen werden immer schlimmer. Aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Ich habe etwas von meinem Rotbier auf sie verschüttet und sie sind ein wenig geschrumpft. Wenn wir viel mehr Rotbier brauen würden und einige dieser Bonbons verwenden würden, um es zum Schäumen zu bringen, dann werden wir sie bestimmt alle los. Ich habe alle Zutaten in der Truhe im Lager gelassen. Ich hoffe nur, dass ich alles in dieses Fass bekomme, bevor mich das Vergessen erwischt. Ja, das Fass sieht sehr leer aus. Also hat ihn oder sie wohl das Vergessen erwischt. Ich hoffe, das ist jetzt die Truhe. Das sind aber mehrere Truhen. Da hinten. Das nehmen wir auch mal direkt mit hier. So, oh, das Gold, das ist ja richtig geil hier. Ich glaube, wir hatten ja nur ein oder zwei Stellen, wo wir überhaupt Gold abbauen können. Übrigens bei diesen zwischendurch was machen. Oh. Was ist jetzt los? Was war das? Prickelndes Bonbon. Dieses Bonbon prickelt, wenn du es auf der Zunge legst. Wenn du es mit etwas anderem mischst, sprudelt es bestimmt noch mehr. Getrocknete Ingwerwurzel. Rezept für Rotbier. Ah, das müssten wir mal erst... Rotbier, okay. Also eine Ingwerwurzel brauchen wir. Das eine kann man kaufen. Vielleicht haben wir es auch schon angepflanzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnten wir auf jeden Fall herstellen. Das heißt, ich vermute mal, dass wir hier... kann man hier mit kochen? Rotbier. Das müsste dann ja jetzt hier drin sein. Moment. Ist das für eine Auf... Nee, okay. Wahrscheinlich das letzte, oder? Ja, fast das letzte. Automatisches Auffüllen können wir... Moment, Die habe ich doch hier. Getrocknete Ingwer. Die haben wir auch. Gut, die kann jetzt tatsächlich sein, dass wir die erst noch holen müssen. Entweder ernten oder kaufen müssen. Können wir hier... Können wir nicht runter? Müssen wir hier vielleicht irgendwie dafür Sorge tragen, dass das Wasser höher steigt? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall alles kaputt. Okay. Also das Wichtigste ist quasi, wenn ich jetzt reinkomme, wieder hier auf der rechten Seite. So, dann können wir hoffentlich auch irgendwann nach da hinten wieder rein. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Hier war es nicht. Ich schau mal eben. Ich meine nämlich, es wäre hier unten auf der Lichtung des Vertrauens gewesen. Wo wir die Dinger kaufen konnten. Nee, auch nicht. Das sammeln wir direkt mal ein, weil die liegen hier gerade so schön offensichtlich rum. Oh. Die sollten wir natürlich auch direkt mal mit einsammeln.
sehr schön. Da müssen wir auch mal gucken, beziehungsweise da muss ich auch noch mal gucken, was ich hier eigentlich noch mal machen muss. Verkaufe Zwiebeln. Die könnte ich natürlich schön anbauen und dann verkaufen. Fange Königsfische. Ja gut, das wird wahrscheinlich was schwieriger werden. Mach ein Foto von einer Eishöhle. Ich will ja eigentlich mit Christoph weitermachen, aber jetzt habe ich gemerkt, dass es dann doch etwas länger dauern wird, so wie es aussieht. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt gerade, ach so, Moment, ich bin ja auch doof. Ich kann doch in der Sammlung gucken, Zutaten. War das jetzt Spargel? Nee, Zuckerrohr war das, ne? Schillernder Strand, okay. Ursula ist auch da. Die haben ja auch alle noch so viele Quests für mich. Das Problem ist, ich kann halt nicht viel machen im Moment. So, Moment. Das machen wir nochmal schnell weg. Oh, das ist ja schön. Oh, jetzt lauf. Das ist ja schön, dass wir jetzt hier das Geld einsammeln können. Also, dass da Geld drin ist. Freue ich mich immer drüber. Aber dass sie das dann immer so blöd in alle Richtungen hier verteilen, das finde ich ein bisschen doof. So. Das heißt, wir müssten theoretisch hier vorne das Zeug kaufen können. Kann man das so? Nee, kann man nicht. Okay. Nein? Genau. Wie viel brauche ich da jetzt für? Das weiß ich jetzt gar nicht. Moment. Ich denke mal nur eins. Oder wieso kann ich jetzt hier nichts kaufen? Hallo? Hallo? Goofy? Hallo? Das ist nicht euer Ernst jetzt? Ich habe das hier alles so schön ausgebaut und jetzt... Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich hier nichts kaufen, hallo, oder was? Hallo, Kumpel! Ja, hi. Ich kaufe jetzt einfach mal... Ah, sagen wir mal 10. Ich meine, die sind nicht ganz so teuer. Oh. Okay. Viel mehr waren anscheinend auch nicht drin. Schon gut, ja. Geh weg. Ja, lass mich hier einfach in Frieden. So. Wo war jetzt... Moment. Hier, sonnige Ebene. Der verfolgt mich auch schon wieder die ganze Zeit, weil er eine Quest hat. Moment, Zimt? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Dieser Ingwer, den ich eben bekommen hatte. Hier. Wieso? Konnte ich den eigentlich nicht benutzen? Das verstehe ich jetzt nicht so genau. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Oder kann ich den nicht benutzen, weil der für die Quest markiert ist? Das wäre aber ziemlich... Nee, hier drin. Hier kann ich es machen. Moment, dann schauen wir nochmal nach. Das war relativ am Ende. So. Rotbier. Getrockneter Ingwer. Ich schmeiß den jetzt da rein. Ist mir jetzt egal. Getrockneter Ingwer... Dann eins davon und eins von der Vanille. So. Rotbier mit extra viel Kohlensäure. So, ihr könnt mich doch mal. Habe ich doch gesagt. Ich weiß nur nicht, warum ich das jetzt... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich das sonst noch herkriegen soll. Der ist auch schon wieder neu da. Oder sind wir da eben dran vorbeigelaufen? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen natürlich alles auf. So. Ne, die sind alle wieder neu da. Das ist ja cool. Okay. Nehmen wir die natürlich auch nochmal eben mit. So. Ich befürchte, dass es sich... Wenn das jetzt klappen sollte... wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Moment. Ach so, da war's. Ich befürchte, dass ich dann wieder einen neuen Charakter eventuell freischalten könnte. Das ist eigentlich nicht das, was ich dann wollte. Wieso kann ich denn... Ich habe etwas von meinem Rotbier auf sie verschüttet. Wenn wir viel mehr Rotbier brauen könnten und einige dieser Bonbons verwenden würden, um es zum Schäumen zu bringen. Alle Zutaten... Ich hoffe nur... Aber wieso kann ich das nicht in die Kiste tun? Das ist jetzt... das ist jetzt... irritierend.
kann es nicht benutzen. Also beides ist für die Quest okay. Muss ich vorher irgendetwas machen? Hier mit dem Buch hat das auch nichts zu tun, ne? Muss ich vorher irgendetwas machen, damit wir das überhaupt da reinlegen können? Das wäre jetzt natürlich doof. Also ich vermute mal, dass hier in diesem Bereich die Sache mit König der Löwen ist. Das Problem ist natürlich, König der Löwen konnten wir, so wie ich das mitbekommen habe von den Symbolen, nicht freischalten. Merlin ist noch gesperrt, dafür brauchen wir noch Donald Duck. Da wissen wir auch noch nicht so genau, wo wir den herkriegen. Ja. Die sind alle frei, das ist ja auch alles okay. Aber die haben bestimmt nichts hier mit dieser Ebene zu tun. Wieso kann ich das jetzt hier nicht reintun? Ich hoffe nur, dass ich alles in dieses Fass bekomme, bevor mich das Vergessen erwischt. Ich habe ja die Sachen. Wieso kann ich die nicht in dieses Fass reintun? Das wahrscheinlich soll das dann irgendwie explodieren oder sowas und dann da oben die Ranken treffen und die ziehen das dann automatisch rein oder so. Keine Ahnung. Aber wieso kann ich das hier nicht anwählen? Das ist... Das irritiert mich jetzt ehrlich gesagt. Hier unten hat er irgendwas abgearbeitet. Also es würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das jetzt tatsächlich irgendeine Quest wäre. Keine Ahnung, mit Merlin oder so vielleicht. Ich baue die jetzt hier auch nochmal eben ab, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Sehr schön. Ich habe anscheinend wieder was Neues gefunden. Achso, es war auf der Seite. Hier direkt irgendwo in der Nähe gab es jetzt nichts, oder? Doch, da ist noch einer. Bevor ich da jetzt durch die ganze Höhle wieder durchlaufe. Aber das können wir ja zumindest dann noch mitnehmen. Oh, Eisenerz haben wir sie ja auch. Eisenerz, Gold, Eisenerz. Das ist natürlich richtig toll. Okay. Ja, es ist halt jetzt nur... Sehr, sehr schade, dass das jetzt so nicht funktioniert, wie ich es eigentlich möchte. Ehrlich gesagt nervt mich das jetzt auch gerade. So, hier können wir jetzt nichts groß machen, außer jetzt noch eine Stufe höher machen. Das ist auch soweit okay. Hier höre ich schon wieder... Ah nee, das ist der Brunnen, den ich hier höre. Was war das? Ich glaube, das war nur vom Brunnen. Ja, hier können wir auch nochmal ein bisschen abernten. Es ist halt doof. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Natürlich haben wir schon wieder keine Ausdauer mehr. Warum sollten wir auch Ausdauer haben in diesem Spiel? Es macht einen manchmal wahnsinnig. So, ich will jetzt nicht zu viel machen, weil ich ja jetzt sowieso gleich mein Inventar nochmal leeren muss. Benutzen, das ist auch nur zum Kochen, ne? Hier ist auch nichts, was man... Ja... Das kann ich auch nicht wegmachen, sonst hätte ich jetzt... Oh, Moment. Ah, ne, hier war ich, glaube ich, schon mal. 15.000. Genau, das war für das Vergessene Land. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Aber 15.000 kann ich mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Hilfe, Hilfe. Okay, ja, das ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich doof. Da ich jetzt auch nichts Neues in dem Sinne... Ach nee, da kann ich... So. Da ich jetzt auch nichts Neues in dem Sinne von der Quest her anfangen möchte, weil wir jetzt hier nicht so wirklich weiterkommen, würde ich gerne allerdings eine Sache mit euch machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sei gegrüßt, Nachbar. Wenn du dein Haus verbessern willst, kann ich dir mehr Stauraum und mehr Zimmer verschaffen. Ich baue auch ein Obergeschoss ein. Dann bist du im Handumdrehen ausgeruht. 20.000. Habe ich denn dadurch eine neue Etage? Weil drin, konnten wir drin nicht auch irgendwas machen? Oder konnten wir drin nur die Etage theoretischerweise? Ich mache das jetzt mal. Oh mein Gott. Hey. So war ich hier stehe. Es ist perfekt, meine Liebe. Meine Arbeit hier ist getan.
Ja, ich habe jetzt eine neue Etage. Verbessere dein Haus. Oh, das kann ich noch einmal machen. Naja, da gucke ich am besten gleich nach. Sieht auf jeden Fall schon geil aus. Also hier unten ist es nicht vergrößert. Das Haus erweitern. Stockwerke des Hauses erweitern. Erweitern für 2000. Erste Etage. Hä, ich denke, ich komme damit nach oben. Ich mache jetzt mal die 2000. Dass du den Hauptraum erweitern. Nee, ich will nicht den Hauptraum erweitern. Ich will nach oben in die Etage. Ich finde das so doof gemacht. Was hängt denn hier eigentlich? Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen. Muss ich das jetzt... Mein Haus ist doch jetzt doppelt so groß. Wieso darf ich jetzt nicht nach oben? Das finde ich sehr unlogisch. Sei gegrüßt, Nachbar. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dein Haus zu verbessern. Mehr Zimmer, mehr Stockwerke. Ja, das wird ein wirklich imposanter Anblick sein. Okay, vielleicht ein anderes Mal. Freundlichen Dank. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und ich kann hier tatsächlich nur das Haus erweitern. Ich kann jetzt hier auch nichts... Da ist nur verlassen. Stockwerke des Hauses. Das ist doch... Ich will aber nach oben. Ich mach das jetzt mal. Ja. Ah. Bearbeiten. Gib einen Namen für den Raum ein. Oh. Okay, nee, machen wir erstmal da oben. Okay. 10 mal 10 ist 3000. Ja, das können wir uns ja leisten. Machen wir das mal. So. Ist auch 10 mal 10 ist 3000. Okay. Das nehmen wir die einfach mal alle, ne? So, Stockwerke. Ein Stockwerk hinzufügen. Können wir dann nochmal machen. Ich will jetzt natürlich nicht das ganze Geld ausgeben. Aber ich mache das jetzt trotzdem mal, weil... Erweitern nochmal 1000. Zweite Etage. Erste Etage. Die kann ich aber nicht mehr erweitern. Moment, erweitern 2000. Ah, jetzt, ah, okay, man muss es immer zweimal erweitern und dann kann man neue Räume machen. Ja, das ist ja klasse, aber wie komme ich jetzt da hin? Ich sag mal, oben der Raum soll mein Lager sein. So, ja, was ist das denn jetzt hier? Kann man den jetzt nochmal? Hä? Arbeiten? Mache ich den damit kleiner? Oder mache ich da jetzt nochmal eine Vergrößerung rein? Ich mache jetzt nochmal die 2000. Wenn du die Größe deines Raumes änderst, werden alle Möbel entfernt. Die Möbel kommen dann... Ah, okay. Nein, nein, nein. Ich will den natürlich nicht kleiner haben. Deswegen, das ist jetzt etwas verwirrend hier. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da rein? Ich gehe jetzt mal hier raus. So. Hab wieder was bekommen, das ist schön. Aber wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt in mein Stockwerk rein? Oh, Moment, das ist jetzt auch nochmal vergrößert. Ah, Moment. Betreten. Ah! Ist das jetzt mein Lager? Ich weiß es gerade nicht. Da hinten ist jetzt noch eine Tür. Da komme ich gar nicht erst hin. Okay. Dann, Moment, da ist auch noch eine Tür, die ist jetzt versteckt. Ja, das ist ja mal richtig geil gemacht hier. Moment, da gehe ich jetzt mal eben. So. Machen das jetzt mal dahin. Ja, den Kamin kann man jetzt natürlich schlecht so da drin stehen. Ich mache den jetzt einfach mal hier so ein bisschen zur Seite. So, das. Setzen wir uns auch mal eben aus dem Weg raus. Die natürlich wieder in die Ecke rein. So. Oder. Also so ist, glaube ich, am besten, damit man da auch ein bisschen drumherum laufen kann. So, da waren ja die ganzen Sachen zum Kochen drin. Die lassen wir jetzt erstmal noch hier unten stehen.
Dann gehen wir hier raus. So, das heißt, aber das ist ja nicht die erste Etage. Jetzt bin ich ein bisschen, oder meinen die jetzt mit der ersten Etage das Erdgeschoss? Weil das ist ja das Einzige, was ich jetzt erweitert habe. Das heißt, dass das hier ja eigentlich mein Lager ist. Ach so, ich muss aber sowieso raus, weil, kann ich das mit den Sachen, das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Kann ich das mit den Sachen, Gegenstand drehen, speichern, beenden? Nee, das können wir jetzt nirgendwo anders hin machen, ne? Oh, das wird noch eine Aufgabe für mich. Das mache ich aber auf jeden Fall mal offline. Also, wir machen jetzt hier erstmal. Wir haben ja eigentlich, oh, wir haben da nicht mehr so viel Steine. Aber gut, ich meine 4 Truhen. So, Moment, was war denn das gerade? Werkbank aus Holz, Werkbank aus Eisen. Sind das unterschiedliche Dinge? Oder sind das einfach nur Werkbänke, die anders aussehen? Ich gehe mal stark davon aus, das sind Werkbänke, die anders aussehen, oder? Möbel brauche ich ja so eigentlich auch nicht. Zaunpflasterung nehmen. War irgendwas mit Opal gerade? Ich glaube, das war ein Weg. Kann man die Türen auch verschönern? Weil das sieht natürlich jetzt nicht so, sind wir mal ehrlich, ne, nicht so schön aus. Okay. Wir fangen. Obwohl, fangen wir an der Tür an? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment, erstmal abbrechen. Ich würde sagen, wir fangen da an, weil das ist ja im Endeffekt das, wo man so drauf zuläuft. So, dann machen wir hier so ein bisschen Platz. Ich dachte, die kann man jetzt alle einzeln nebeneinander hier reinstellen. Dann halt nicht. So. So, was mich irritiert, dass hier nirgendwo was davon steht wegen Lager. Aber gut, das ist wahrscheinlich nur, dass man das dann sieht, wenn man in der Übersicht ist. Ach ja, da waren die Sachen. Das ist auch alles so klein. Da stand doch, dass man das Haus erweitern soll. Ich gehe nochmal nach vorne. Das wird dann auch meine letzte Aufgabe für heute sein. Lager ist voll. Versuche, was? Versuche auf, nee, Sachen zu tauschen steht da jetzt. Verbessere das Haus, um mehr Lagerplatz zu haben. Ja, stimmt. Ach, das sehe ich jetzt erst. Die können wir jetzt auch noch hier reintun. Jetzt, wo das Haus verbessert worden ist, ist hier in dieser Truhe tatsächlich mehr Lagerplatz. Dann könnten wir ja rein theoretisch Gold und Eisen, ich meine, gut, das sind Smaragde, aber Gold und Eisen auch mit hier reintun, ne? Ich tue das mal hier so. Dann würde ich das von draußen holen. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Haus noch mehr verbessern, dann könnten wir hier auf jeden Fall, das ist richtig toll. Vor allen Dingen, das Einzige, was halt negativ ist, ich meine, so viele Plätze sind es ja nun mal nicht. Wir müssen dann trotzdem entsprechend viel herstellen. Und diese Truhe, die wir jetzt da drin haben, können wir auch nicht herstellen, soweit ich weiß. Nee, wir haben nur diese einfache Truhe, die wir herstellen können. Das finde ich persönlich jetzt richtig schade. Kiste. Das finde ich auch schade, dass da nichts drinsteht. Aber ich denke mal, das ist tatsächlich so eine dekorative Kiste. Weil das ja halt alles hier dekorativ ist. Was war das hier eigentlich mit dem, hier, Edelstein- und Opalstraße. Ja, genau. Und da benutze ich dann auch noch die ganzen, ihr könnt mich doch mal. Das werde ich bestimmt nicht machen. Ja, das ist aber auf jeden Fall richtig, richtig geil. Da bin ich gar nicht mal so traurig dann darüber, dass wir jetzt in dieser Folge immer noch nicht die Quest mit Christoph machen konnten. Die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nachholen. Ich werde jetzt offline das Haus nochmal so ein bisschen vergrößern. Ich meine, da braucht ihr ja nicht bei zu sein. Es ist ja immer nach dem gleichen Prinzip, so wie es aussieht. Das heißt, draußen können wir im Moment noch nicht vergrößern. Draußen sind, so wie ich das, nee, Moment, die Etagen konnten wir jetzt aber drinnen auch vergrößern.
Ich verstehe es noch nicht ganz. Aber okay. Obwohl andererseits, wenn ich jetzt das Haus vergrößere, ist auch wieder Blödsinn. Weil ich wollte ja nur einen extra Stauraum haben, wo ich dann 20.000 Kisten reinstellen kann. Ja, und da man anscheinend das nicht so einfach umziehen kann, werde ich jetzt erstmal aus meinen Kisten die Sachen rausräumen, alle manuell, und werde die dann manuell in die neuen Kisten reinräumen. Das wird ein Spaß werden. In Klammern nicht. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir endlich die Quest mit Christoph machen. Bis dann. Ciao.